Rollende Handwerker und ihre Abenteuer auf und neben der Straße. In der vergangenen Woche ging es um die Wurst. Wir waren mit dem rollenden Verkaufsstand der Fleischerei Jacobi im Hunsrück unterwegs und haben schon mal bei Kfz-Elektriker Thomas Schütz und seinem Pannenservice reingeschaut. Was er und seine Mitarbeiter im Alltag erleben, darum geht es in Teil 2, rollende Handwerker und ihre Abenteuer. Die Autowerkstatt von Thomas Schütz in Bassenheim bei Koblenz. Seit fast 20 Jahren macht man sich hier die Hände schmutzig. Alles im Auftrag der Kunden und ihrer rollenden Untersätze. Bei den Kfz-Profis landen Autos mit Radlagerschäden und solche, die vom elektronischen Fehlerteufel heimgesucht wurden. Den treiben die Handwerker ihren Klienten mit modernster Technik aus. Doch nicht nur in der Werkstatt greift man zum Werkzeug, auch auf den Straßen der Region. Schütz, von Hause aus Kfz-Elektriker, betreibt einen Pannenservice. Er ist dort, wo man ihn braucht, wenn gar nichts mehr geht. Die Reparatur vor Ort geht vor dem Abschleppen, wenn... Wenn ich mich nicht selbst in Gefahr bringe, mache ich das. Wenn es jetzt eben bei dem Fall eine größere Geschichte gewesen wäre, wären wir auf jeden Fall von der Autobahn runtergefahren, um da eventuell hier bei uns in der Werkstatt oder woanders, wo der Kunde hin möchte. Aber auf der Standspur generell machen wir nicht viele Prüfarbeiten. Wenn der auf dem Parkplatz steht und geht nicht mehr an, dann suche ich auch weiter. Aber hier auf der Standspur, auf der Autobahn oder im fließenden Verkehr ist es doch sehr gefährlich. Kein ungefährlicher Job, denn in einer Minute der Fehlersuche oder der Reparatur rauschen rund 100 Fahrzeuge am Pannenort vorbei. Vom 40-Tonner bis zum Kleinwagen. Gut, wenn dann der Profi nach wenigen Handgriffen bereits den Fehler beseitigt hat. Mit 2, 3 Handgriffe lief das Auto wieder. Ich habe schon mit Schlimmerem gerechnet. Mit meinem dicken Geldbeutel, der erleichtert wird. Dank Thomas Schütz kann die Reise nun zügig weitergehen. Worte herzlicher Dankbarkeit sind ein Lohn der Arbeit, auch wenn die Verabschiedung eher knapp ausfällt. Ja, Wiedersehen sagen die meisten Leute nicht, weil die wollen ja eigentlich mit uns nichts mehr zu tun haben. Aber jetzt nicht im negativen Sinn. Die Leute sind immer froh, wenn sie uns nicht brauchen. Doch nicht nur die kleine Panne wartet auf die Kfz-Handwerker bei ihren Einsätzen. Sie werden auch zu schweren Verkehrsunfällen gerufen. Dann tritt der Schaden am Auto oft in den Hintergrund, besonders wenn Todesfälle zu beklagen sind. Bei tödlichen Unfällen werden in der Regel die Fahrzeuge von der Polizei sichergestellt. Wenn die Fahrzeuge dann freigegeben wurden nach einem technischen Gutachten oder wie auch immer, kommen meistens die Angehörigen. Das sind so Momente, die nicht so schön sind. Besonders wenn es junge Leute waren, ist schon ganz schön, hab ich. Gott sei Dank habe ich damit keine Probleme. Ich lasse das nicht an mich ran. Das ist mein Beruf. Ich mache das jetzt fast 18 Jahre und komme damit ganz gut klar. Ein-, zweimal im Monat gibt es diese Extremfälle, doch in der Regel sind es normale Pannen oder kleine Blessuren, täglich zwischen 5 und 10. Trifft ein Notruf ein, geht alles ganz schnell und schon nach wenigen Minuten rollt die Hilfe an. Jeder Handgriff sitzt, um Mensch und Fahrzeug schnellstens von der Autobahn zu holen. Kann vor Ort nicht weitergeholfen werden, nimmt sich eine Partnerwerkstatt des automobilen Notfalls an. Wir sind auf der Autobahn stehen geblieben, weil das Auto langsamer geworden ist, an einer relativ heiklen Stelle, und wir waren ganz glücklich, dass wir schnell abgeholt wurden. Gut lachen also trotz Pannenfall, dank handwerklicher Hilfe. Handwerker und ihr Know-how sorgen im Koblenzer Autohaus Scherhack ganz schnell dafür, dass der Wagen wieder rollt. Chef ist hier Marc Scherhack. Er ist nicht nur Geschäftsführer eines fast 50 Jahre alten Familienunternehmens, sondern auch Innungsobermeister, der die aktuelle Situation im Kfz-Handwerk so beurteilt. Ja, die Situation muss sicherlich differenziert betrachtet werden. Im Großen und Ganzen ist sie aber in den Werkstätten zufriedenstellend. Also die Kollegen berichten mir, dass sie gut zu tun haben im Moment. Also die Situation in der Werkstatt ist entgegen der Situation am Verkaufsmarkt sehr zufriedenstellend. Und auch hier gibt es einen Pannenservice rund um die Uhr und bei jedem Wetter. Ja, ich denke mir, um sein Dienstleistungsangebot abzurunden, ist das unabdingbar, ja, 24 Stunden für seinen Kunden da zu sein. Die rollende Werkstatt erfüllt heute in vielen Kfz-Unternehmen einen mobilen Reparaturauftrag. Denn am zufriedensten ist der Kunde, wenn er seine Fahrt fortsetzen kann und nicht den Umweg über die Hebebühne antreten muss. Für die Handwerker bedeutet dies aber auch, rund um die Uhr und bei Wind und Wetter müssen sie startklar sein. Eine Leistung, die der Innungsobermeister als klaren Pluspunkt seines Handwerks und der Betriebe sieht, die in einer starken Gemeinschaft zusammengeschlossen sind. Ja, die Kfz-Innung Mittelrhein hat im Moment ca. 260 Mitglieder und ist eine starke Gemeinschaft im Raum zwischen Kochen, Main und Koblenz. Und ein Grund, Mitglied zu werden, ist selbstverständlich, dass man die vielen Vorteile, die die Innung bietet, mit in Anspruch nehmen kann und eben die Stärke der Solidargemeinschaft mit unterstützt. Dazu zählt sicher auch das ganz wichtige Thema Ausbildung. 1642 Kfz-Mechatroniker
werden aktuell im Norden von Rheinland-Pfalz ausgebildet, darunter auch 30 Mädchen. Eine von ihnen ist Maria Scholz, die so zum Handwerk kam. Das Interesse besteht schon seit klein auf eigentlich an handwerklichen Berufen. Ich habe schon ein Praktikum in der Schreinerei gemacht und dann auch in dem Betrieb, wo ich jetzt arbeite. Und habe mich dann halt dafür entschieden, für die Kfz-Richtung. So spielt sich jetzt ihr Alltag zwischen Diagnosegerät und Turbolader ab. Wie auch der von Patricia Mara Garcia. Beide kommen gut mit ihren männlichen Kollegen aus, denn das Verhältnis ist freundschaftlich, also sehr nett, hilfsbereit und alles in Ordnung. Also man muss bestimmt hier und da mal ein bisschen durchsetzen, aber im Großen und Ganzen akzeptieren sie einen. Wenn man zeigt, dass man auch was kann, dann ist das alles in Ordnung. In der überbetrieblichen Lehrunterweisung der Handwerkskammer Koblenz holt sich der Kfz-Nachwuchs sein umfangreiches Know-how. Die Ausbildungswerkstatt vereint Praxis und Theorie, nur einige Meter voneinander entfernt und unter einem Dach. Im weitesten Sinne auch unter einem Dach finden Sie Kunsthandwerk der Spitzenklasse am kommenden Wochenende auf dem Kunsthandwerkermarkt in der Koblenzer Innenstadt. Mein Tipp, kommen Sie, lassen Sie sich überraschen und verzaubern von dem, was mehr als 100 Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren. Nach dieser Vorschau blicken wir einmal kurz zurück. Erinnern Sie sich noch an diese Bilder aus unserer vorletzten HWK-TV-Sendung? Inzwischen ist der Traum vom paraolympischen Medaillenreigen in Erfüllung gegangen. Wie Thomas Kipping und seine Sportler diese Erfolge feiern, das sehen Sie unter anderem in der nächsten Woche. Dann geht es auch um Handwerker, Wissenschaftler und schwarze Löcher. Lassen Sie sich überraschen und damit zurück ins hell erleuchtete Studio.